Moment mal, das war's? Ich habe ihn mit seinen eigenen Waffen besiegt. Das ist krass. War's das wirklich schon? Und... Was? Ami? Oh Gott, was für ein Fail. Isun, was machst du denn hier? Nicht schlecht, Fellknäuel. Nun weißt du, was jetzt kommt. Hä? Was? Lass dein berühmtes Siegesgeheul erschallen. Was hast du gemacht? Wie bist du hergekommen? Isun. Halt. Ja, Ami will auch erstmal wissen, warum du hier bist. Er war gar nicht wirklich da. Oder? Und was? Oh Gott, es ist noch gar nicht vorbei. Oh nein. Er zerschmettert die Sternenkonstellation. Au. Oh Gott. Moment mal, hat er jetzt die Techniken? Und er ist eine Hand. Er ist eine leuchtende Hand und... Oh mein Gott, ist das jetzt etwa eine der letzten Formen von ihm? Und wir können nicht angreifen. Wir haben nichts bei uns. Unsere Pinseltechniken sind weg und wir sind verletzt. Ha! Dieses Fellknäuel ist immer am Rumträumen. Ami schafft ohne meine Hilfe aber auch überhaupt nichts. Die Frage ist, wie bist du überhaupt hier? Weint dieses Hühnchen irgendwo, Schwester? Ist deshalb der Sonnenschein verschwunden? Ich habe das Hühnchen jetzt schon seit einer Weile nicht mehr gesehen. Hat mein Gerede, dass es so etwas wie Götter nicht gibt, das alles verursacht? Schneeflocke, der Löchergrabekönig. Oh mein Gott, wir reden nochmal mit allen. Ich hätte mir nie träumen lassen, dass du ein Gott bist. Du wirst aus Hayabusa ein nervöses Wrack machen, wenn du die Sonne nicht bald wieder zum Scheinen bringst. Und... Oh, Fusihime. Amaterasu, dank dir können wir jetzt unser Dorf selber beschützen. Aber du musst stark sein und über das Böse triumphieren für die Hundekrieger, die sich nichts sehnlicher wünschen, als dich noch einmal wiederzusehen. Oh, hey, Tama, dich haben wir ja lange nicht mehr gesehen. In diesem Gott hat das Feuer der Leidenschaft gebrannt. Aber Moment, die wissen jetzt alle, dass Ami ein Gott... Deshalb. Ich habe eine Vermutung. Ich warte mal kurz ab. Ich weiß nicht, was passiert ist, aber... Wenn diese Promenadenmischung nicht aus seinem Versteck kommt, dann werde ich ihm ein wirklich großes Ding hochschicken müssen, um seine Leidenschaft neu zu entfachen. Oh, also war dieser Wolf wirklich ein Gott? Vielleicht hätte ich ihm etwas von meiner Bambusware opfern sollen. Vielleicht ist es meine Schuld, dass die Sonne nicht scheint. Nein, glaube ich nicht, Herr Bambus. Das glaube ich überhaupt nicht. Wer hätte je gedacht, dass dieser Frechdachs wirklich die wiedergeborene Shiranui war? Ach, und wie diese Göttin meine Kirschkuchen geliebt hat. Wurde diese Finsternis vielleicht ausgelöst, weil sie hungrig ist? Oh. Zwitscher. Oh. Der Boss ist am Beten. Schneeflocke, ist dir irgendwas passiert? Warum ist die Sonne auf einmal verschwunden? Bello würde sich nicht einfach umdrehen und im Angesicht des Bösen sich totstellen. Kein Waffenbruder von mir würde das auch nur im Traum tun. Da hast du recht, Susano. Irgendwas an deiner Pinselarbeit berührt das Herz, Isun. Moment, das heißt, Isun hat Bilder gemalt und hat sie an alle verteilt. Du hast also doch nicht das Künstlerdasein aufgegeben. Wenn man versucht, etwas zu meistern, dann wird es entweder ein Erfolg oder ein Misserfolg. Aber der Versuch selber ist es, der das wahre Ziel ist. Und die Musik ist so schön. Glaube an deine Stärke und du wirst deinen eigenen Weg schon gehen. Isun,
Ich sehe, du bist endlich dem Ruf gefolgt. Deine Entschlossenheit ist deutlich in deinen Bildern zu sehen. Er hat Bilder gemalt und ist überall hingegangen und hat den Leuten die Bilder gegeben, damit sie sehen, was Ami wirklich ist. Sie haben die Macht, die Herzen der Menschen anzusprechen und ihren Glauben an die Götter zu entfachen. Amaterasu, ihr Glaube soll deine Macht sein. Ha! Er hat's geschafft! Mein Enkel hat's geschafft! Oh, Ishaku! Er glaubt wieder an seinen Enkel. Sieh dir nur diese Seele hinter dieser wunderbaren Pinselführung an. Er hat den Titel eines göttlichen Gesandten wirklich verdient. Es sind Arbeiten wie diese, die den wahren Glanz der Götter zeigen und die Menschen auf den rechten Weg führen. Es gibt eine Sache, deren ich mir sicher bin, Amaterasu. Du hast einen viel besseren Begleiter gefunden, als ich es je hätte sein können. Oh, und er ist stolz auf seinen Enkel. Okay, ich weiß, dass es ein bisschen schwierig ist, in dieser Finsternis zu sehen, aber schaut euch mein neuestes Werk an. Isun, der wandernde Künstler, präsentiert seine Interpretation von der großen Göttin Amaterasu. Kannst du mich hören, Ami? Du wirst doch ohne mich zurechtkommen, oder? Ey, ich heule gerade. Aber so richtig arg. Alter, letztes Mal habe ich so geflennt bei KH1 im Finale. Wobei, nicht mal da habe ich so schlimm geflennt. Das ist fies. Böses Spiel, böse. Wie soll ich ihn da so Yami bekämpfen? Du musst dich zusammenreißen. Ja, ist so, ich weiß. Das kommt gerade irgendwie so voll passend. Entschuldigung, ich musste gerade meine Brille ab. Ich bin so verheult. Fuck. Oh mein Gott. Ich bin so am Heulen. Ich habe endlich meinen Pfad gewählt. Und ich habe die Entschlossenheit, es durchzuziehen. Ja, und das ist nämlich der Gedanke, den ich hatte. Isun ist zurückgeblieben und sollte nicht mitgehen, weil er Amis Gesandter geworden ist. Und er ist einfach überall hingegangen, hat irgendwas getan, damit die Leute ihr helfen können irgendwie vielleicht oder so. Ich bereise das Land als dein Missionar. Das ist eine gute Idee, Isun. Aber du musst auch deinen Teil dazu beitragen. Guck nicht so traurig. Sei fröhlich, wie wir es immer waren. Erinnerst du dich? Ups, das hätte ich ja fast vergessen. Guckt euch alle mal das hier an. Es ist die große Göttin Amaterasu, wie sie vom Himmel herabsteigt. Ganz nett, was? Ami hat noch vor kurzem aus dem Himmel auf uns herabgelächelt. Irgendwas muss aber die Konzentration des Fellknäuels gestört haben. Darum ist die Welt verdunkelt worden. Ja. Ohne Ami können wir draußen keine erholsamen Nickerchen mehr machen. Der Reis wird nicht wachsen. Ja, ohne die Sonne, natürlich. Pflanzen und Blumen werden verwelken. Wäsche nicht trocknen. Oh Gott, Frau Mandarine muss jetzt gerade eigentlich nervös hin und her rennen, nachdem sie das hört, aber egal. Monster werden umherstreifen, als ob alles ihnen gehören würde. Mit anderen Worten, unsere Welt wird in einem totalen Chaos versinken. Niemand möchte in so einer Welt leben. Besonders ich nicht. Da hast du recht, Sohn. Ich würde auch nicht in so einer Welt leben wollen. Lasst uns alle gemeinsam zur großen Göttin beten. Lasst uns Ami zeigen, dass wir wirklich an sie glauben. Faltet eure Hände zum Gebet und legt los. Lasst uns unsere Dankbarkeit offen zeigen. Und jetzt beten alle und ich wette, das löst irgendwas aus. Ich meine, wir sollten nicht nur beten, wenn wir was wollen. Wir sollten auch ab und zu mal daran denken, wie sich die Götter fühlen müssen. Wir sollten ihnen einen Teil ihrer Bürde abnehmen. Wenn du mit deinem ganzen Herzen betest, wird die Sonne vielleicht erfreut sein, sich wieder zeigen und unsere Welt mit ihrem himmlischen Glanz erleuchten. Schließlich ist das Beste an der großen Göttin Amaterasu diese unbekümmerte Einstellung. Stimmt's, Ami? Ja, genau das. Antworte mir, wenn du mich hören kannst, du großes Fellknäuel. All die Gebete. Das muss doch irgendwas bewirken. Irgendwas.
Ja, sie stärken, Ami. Und die Sterne kommen wieder. Oh, super. Wir kriegen die Pinseltechnik wahrscheinlich jetzt wieder. Oh. Und das ist voll traurig. Aber das zeigt mir jetzt, jetzt ist das Ende. Das ist die letzte Phase oder eine der letzten Phasen. Und die Sonne, yay, wir sind wieder da. Besser als jemals zuvor. Und Moment mal. Moment mal, ist das nicht. Sie sieht ja jetzt aus wie Shiranui damals. Heißt das, sie hat jetzt wirklich alles wiedergekriegt? Ich würde ja mal vermuten, ja. Ja, jetzt können wir uns Yami gegenüberstellen. Und wow. Und oh, diese Musik. Moment mal, muss ich erstmal die Sonne rufen, damit es hier hell wird? Oh, diese Musik. Ja, jetzt ist es hell. Und ich habe damit Yami getrollt. Oh mein Gott. Das war eigentlich nur so nebenbei gedacht. Aber hey, wenn ich da 20 Treffer raufhauen kann, warum nicht? Wow. Hör auf, Blitze zu schleudern. Böses Yami. Böse, böse, böse. Verdammt. Ach, wir können die Hand angreifen. Okay. Moment, hast du gerade den Daumen nach unten gemacht? Das ist keine gute Attacke, Yami. Böses Yami. Ja, wobei, Yami ist die Ausgeburt des Bösen. Irgendwie passt das. So. Nebenbei werde ich jetzt mal kurz heilen. Und die Göttlichkeitsstufe wieder erhöhen. Damit wir eine etwas größere Chance gegen Yami haben. So, ich hoffe, das war richtig. Ich glaube aber nicht. So, wann kommen die nächsten? Was hast du denn jetzt? Wind. Jetzt dirigierst du schon wieder Feuer. Nix da. Und oh, der göttliche Pinsel hat sich verändert. Seht ihr das? Er hat jetzt rote Linien drin. Das sieht voll cool aus. Ich habe gedacht, dass es irgendwie vielleicht noch ein neues Artwork gäbe für das Menü, aber tut's leider nicht. Oh, hörst du wohl auf? Okay, zur Sicherheit nochmal heilen und einen Tintenstein. Wenn wir schon hier bei einem der letzten Kämpfe sind, dann geben wir ja wohl natürlich alles. So, nochmal schön ein paar normale Treffer reinhauen. So, wir müssen mal kurz nebenbei Restauration anwenden. Er scheint Löcher in die Plattform hauen zu können. Oh, ich feiere die Musik gerade so übel. Und generell die ganze Atmosphäre, die es gerade noch gab, die war so toll. So wunderschön in Szene gesetzt. Und Isun hatte doch noch eine Rolle im Finale, auch wenn er nicht mitgekommen ist. Wow, was ist jetzt los? Was machst du denn da, Yami? So, ich habe da noch eine Kiste gesehen. Was? Habe ich gerade irgendwas aus Versehen erneuert? Ich wollte Wind machen. Eine Vergeltung, aber das bringt doch nichts. Obwohl, vielleicht doch. Wow, hör auf damit. So. Ach, ich glaube, ich weiß, was das sein soll. Das sind zwischendurch Phasen, wo Yami uns die Tinte abnimmt. Okay, das heißt, meine Tinte ist mir nicht von alleine ausgegangen. So. Gleich haben wir's. Ja! Geht's jetzt noch weiter? Oder haben wir Yami endlich erledigt?
Wow, das sieht absolut krass aus. Was ist denn das alles? Hä? Er ist weg? Ja, er ist besiegt. Wir haben Yami erledigt. Juhu! Oh, Glück gehabt. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Oh, Ami macht Männchen, wie süß. Und... Was? Oh mein Gott! Du hast überlebt! Yay, du bist auch wieder da! Fantastisch, Amaterasu. Was für ein langer und schwieriger Weg das gewesen ist. Und das sieht übrigens aus wie ein UFO, mit dem du hier angeflogen bist. Nicht wahr, Darling, aber zum Schluss ist unser Erzfeind Yami der Herr der Finsternis, der die Finsternis über das Land der Sterblichen gebracht hat, doch für alle Ewigkeiten vernichtet worden. Ich muss sagen, ich war wirklich von deinem kleinen hüpfenden Freund überrascht. Ohne ihn hättest du es nicht geschafft. Da war deine Prophezeiung wirklich zu was Nütze. Das Band des Pinsels wird verbinden. Also hat er mehr oder weniger vorausgesehen, Isun, du musst malen, damit du uns helfen kannst. Das kitzelt. Sitz bei Fuß, du wirst mich noch zu Tode lecken. Oh, wie süß. Nun, Amaterasu, es ist an der Zeit, noch zu stürmischeren Gewässern aufzubrechen. Die Welt zu einem besseren Ort zu machen, ist niemals einfach. Du musst zur göttlichen Ebene zurückkehren und dort die Dinge wieder in Ordnung bringen. Nur so kannst du ein neues Zeitalter des Friedens in der Welt der Sterblichen einleiten. Unsere Reise ist noch lange nicht zu Ende, Darling. Und... Oh, diese Aussicht. Und jetzt volle Kraft voraus. Nächste Halt, die göttliche Ebene. Wunderschön. Und die Arche setzt Segel. Und damit ziehen wir von dann. Aber die Arche ist am Himmel zu sehen. Und da ist Sakuya. Der Pfad in den Himmel, was? Hört sich irgendwie lustig an. Erinnerst du dich, was ich dir gesagt habe, als wir uns das erste Mal trafen, Ami? Es gibt nichts, was mich aufhält, wenn ich erstmal eine Entscheidung getroffen habe. Ich werde irgendwann zu dir zurückkommen, Fellknäuel. Und du kannst mich nicht davon abhalten. Aber zuerst werde ich den Glauben der Leute an dich entfachen. Du wirst so viele Anhänger haben, dass du gar nicht weißt, was du mit ihnen anfangen sollst. Du wirst schon sehen, Achisun. Bis dahin, pass auf dich auf, du großes Fellknäuel. Ja. Und, oh, was ist denn das? Da war doch ein Sprössling. Und, hä? Beginnt jetzt etwa die Reise? Moment, ist das... Ist das die göttliche Ebene? Es sieht danach aus. Wir sind angekommen. Oh, dieses Bild. Und jetzt die Musik. Wir sind in den Credits. Oh mein Gott. Allerdings denke ich, dass ich zu diesem Zeitpunkt schon mal gesplittet haben werde. Und mein Gott, das war ein Trip. Meine Güte. Ich bin so glücklich, dass ich es geschafft habe. Ich habe Yami besiegt. Damit ist Okami HD abgedreht. Ich habe ja keine 100% gemacht, aber ich bin stolz über alles, was ich geschafft habe in diesem Let's Play. Und ich bin froh, dass ich mich endlich Okami gestellt habe. Und ich muss sagen, es ist eins meiner Lieblingsspiele geworden. Und ich finde es genial. Und oh, die Pferde. Und oh mein Gott, wir sehen ja noch im Hintergrund die ganzen Bilder unserer Reise. Und ah, es war so ein langer Trip. Und ich fasse es nicht, wie genial dieses Spiel ist.
Es ist wirklich verdammt genial. Okay, natürlich, man hat immer so die kleinen Meckerpunkte, aber da würde ich auf hohem Niveau meckern und ich möchte gerade nichts dazu sagen. Also, erst einmal möchte ich mich zum Endboss äußern. Genial, dass man wirklich 4 Phasen hat. Wenn man die Hand jetzt nicht als einzelne Phase für einen Final Boss rechnet, sondern dass man halt wirklich alles zusammenfasst, dann waren es doch 4 Kämpfe, wenn ich mich richtig entsinne. Es ist ein paar Sekunden her, aber ja, ich entsinne mich. Es waren so viele Szenen und alles und oh, es war so traurig und es war toll und rau. Ja, und die Fuchsstäbe, aber jetzt nicht das Thema. Jedenfalls, ich fand den Endboss sehr genial gemacht, vor allen Dingen, dass man die Pinseltechniken wiederholen musste, dass man dann immer nur mit begrenzten Ressourcen wirklich kämpfen konnte die ganze Zeit, dass man dann aber trotzdem diese Phase hatte, wo man sich noch heilen konnte. Ich habe aber trotzdem nicht gemerkt, wer das da in dem Nebelschleier war, immer wenn ich Nebelschleier angewandt habe. Ich hätte das gerne noch mitgekriegt. Und oh, Ishaku. Ich finde den jungen Ishaku irgendwie niedlich. Und den alten, ja, den finde ich halt so, wie man alte Leute niedlich findet, niedlich. Und Oki. Ich muss ehrlich sagen, Oki ist auch einer der Charaktere, die ich sehr feiere. Und generell, was kann ich so zu Okami HD sagen? Es ist genial, es ist super. Ich muss sogar wirklich sagen, es hat an manchen Stellen Punkte, die sogar meine Lieblingsspiele übertreffen. Das will was heißen. Also ich würde sagen, Okami hat sich hochgearbeitet in meine Top 3 mindestens. Das will was heißen, wenn es sogar manche Zelda übertrifft, die ich gespielt habe. Manche Kingdom Hearts Spiele, die ich gespielt habe. Und ich muss ehrlich sagen, vom Kampfsystem übers Grafikdesign bis hin zu den Nebenquests. Okay, ich habe nicht alle gemacht, aber genial gemacht. Wirklich, ich feiere dieses Spiel sehr. Was die damals geschaffen haben, es ist wunderbar geworden. Der HD Remaster ist auch sehr gut geworden. Man sieht halt wirklich, dass es in HD ist und dass das Spiel nicht gealtert ist. Da hat Hexadrive wirklich einen super Job hingelegt. Und ich feiere jetzt übrigens auch die Credits, dass man einfach so eine ganze Schriftrolle lang geht. Und oh, da sind Lika und Oki. Oh, wie toll. Aber generell, ich bin jetzt noch so geflasht von dem ganzen, was jetzt so alles passiert ist. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin stolz, dass ich dieses Spiel gespielt habe. Es kam ja damals in der Pause, weil ich Persona 4 ja in die Pause geschickt habe. Das kommt ja übrigens bald wieder. Ist wahrscheinlich schon wieder da. Oder vielleicht kommt es hier nach. Ich weiß es noch nicht. Ich bin da noch am Überlegen, nach welchem Projekt ich Persona 4 wiederhole, weil ich ja wegen 2.8 umdenken muss. Warum rede ich jetzt in den Credits darüber? Und ja, Hideki Kamiya. Und ich bin ehrlich, ich feiere Okami so hart, weil es ist einfach durchgehend gut gemacht und es ist halt sehr japanisch und das gefällt mir. Und man findet überall an jeder Ecke Secrets. Die Welt lebt und sie ist groß. Es ist eine große Welt, die lebt und das finde ich immer super. Und oh, die ganzen Kirschblüten. Und das waren die Credits? Die sind aber nicht sehr groß und oh. Moment, ist das ein Kind? Oh Gott, unser Symbol. Aus der Ian. Oh Gott. Und, hä? Ist das nicht? Und damit ist diese geheimste aller Geschichten beendet. Nun dann, ich würde sagen, das war's für heute. Für heute? Mit dem Geschichten erzählen. Diese Geschichte beinhaltet die Hoffnungen und Träume von vielen guten Leuten. Bewahre sie in deinem Herzen. Das werde ich. Okami ist ein fantastisches Spiel. Und ich überlege, in naher Zukunft den zweiten Teil zu spielen. Was ist das? Hä? Du willst wissen, wieso nur ich allein diese Geschichte kenne? Die sonst niemand kennt? Du hast die ganze Geschichte erfahren? Und hast es immer noch nicht herausgefunden? Du hast überhaupt nichts verstanden. Mensch, was ist los mit dir? Oh Gott, wird jetzt etwa enthüllt, wer der Erzähler ist? Ich schätze, ich muss die ganze Geschichte nochmal von Anfang an erzählen. Du solltest besser lernen. Was lernen? Meinem Pinsel den Respekt zu zollen, den er verdient. Oh, ich kann mir jetzt denken, wer der Erzähler ist. Aber egal, ich bin müde. Lass uns für heute Schluss machen.
Wenn du erfahren willst, wie es weitergeht, dann werde ich dir den Rest der Geschichte ein anderes Mal erzählen. Bis dahin, gib dein Bestes und eifere den Helden nach, von denen ich dir erzählt habe. Es wird Zeit, diese Schriftrolle einzurollen und dir einen Titel zu geben. Okami Amaterasus Abenteuer. Bis zum nächsten Mal. Oh, jetzt diese Beendigung finde ich genial. Dass man halt wirklich nochmal hier gesehen hat, wer der Erzähler die ganze Zeit war. Ich habe ja die ganze Zeit gedacht, dass es Herr Mandarine war, aber eigentlich ist es recht obvious, dass es jetzt Isun war wegen dem Pinsel. Ich vermute es zumindest. Ein alter Isun hat es erzählt. Und ja, dass ich das am letzten Part schnalle, ist wow. Und jetzt sehen wir hier nochmal so ein bisschen Credit-Stuff. Aber ich bin ehrlich, ich feiere Okami. Das war wieder ein wundervolles Spiel und ich bin froh, es gespielt zu haben. Es war ja sowas, das ich schon lange spielen wollte. Und damals, als ich mir die PS3 geholt habe, war es nach 1.5 tatsächlich das erste Spiel, was ich geholt habe. Und jedes Mal, wenn Okami seitdem im Angebot war, habe ich mich jedes Mal geärgert, dass ich den vollen Preis gezahlt habe. Ich muss allerdings dazu sagen, verdient an der PS3. Und ich bin ehrlich, es ist schade, dass die Wii-Version für mich so schlecht lief. Sonst hätte ich das Let's Play schon viel, viel früher gebracht. Und oh, wow. Wir kriegen sogar noch ein Endresultat und ich bin erstaunt. Ich hätte eigentlich ein schlimmeres Endresultat. Oh, Gesamtergebnisse und ja, 117 Stunden. Ach du Schande. Und wir haben Strippenzieher erhalten. Tode, 0. Hä? Besiegte Gegner, ja. Was sind denn das für Hunde? Dämonenzähne, ja. Glück erhalten, ja. Und Gratulation! Oh mein Gott, es gibt sogar noch so ein nettes kleines Gratulationsfensterchen. Oh, das ist so genial. Auf dem Kirschholzweg. Ein Geschenk von Isun erhalten. Karma Transformer 1, Transformer 2, Karma Umkehrer, verstreute Perle. Ja, das ist diese 100. verstreute Perle. Und wir haben den Karma Transformer 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, wir haben 9 Karma Transformer erhalten. Du kannst das Spiel hier speichern. Dieser gespeicherte Spielstand wird genutzt, um dein neues Abenteuer zu starten. Es wird empfohlen, einen neuen Spielstand anzulegen, anstatt einen zu überschreiben. Möchtest du das Spiel speichern? Ja, klar. Aber ich möchte nicht gleich jetzt wieder von vorne anfangen. Auch wenn ich die Geschichte gerne nochmal erzählt haben möchte. Isun? Gut, dann machen wir einen neuen Spielstand. Ich habe übrigens immer mit... Ach du Schande. Okay, dann überspeichere ich den ersten. Ich wusste gar nicht, dass es nur maximal 30 Spielstände hat. Von Beginn an starten. Das ist jetzt also eine Durchspieldatei für ein sogenanntes New Game Plus. Das habe ich ja schon erwähnt. Und ja, kommen wir jetzt zum Title Screen? Ja, wir kommen jetzt zum Title Screen. Gut. Dann möchte ich hier doch noch einmal... Ah ja, hier. Dann gehen wir mal in die Geschenke von Isun und sehen uns das nochmal so ganz grob an, während ich noch was sage. Und ach... Das sind jetzt also die Geschenke, dass man sich die frühen Zeichnungen für Charaktere und sowas ansehen kann. Heißt das Konzeptzeichnung? Tatsächlich Konzeptzeichnung? Oh, wie cool ist das denn? Das ist verdammt genial, dass man hier nochmal Konzeptzeichnungen hat. Aber wirklich verdammt genial. Und die Musik ist auch komisch. Und ah, das Schlossmonster. Das ist auch so eine Sache, die ich genial... Generell auch Monster-Design, alles. Ich finde es so... Was? Manga? Hier liegt ein Manga vor. Oh, den muss ich nachher privat lesen. Aber ich denke mal, auch wenn ich es splitten werde, es ist jetzt 1 Stunde und 3 Minuten. Tut mir leid, wenn ich das Fazit so ein bisschen kurz halte und so weiter. Es tut mir leid, aber ich möchte hier ganz gerne... Und ja, Lechku, sieht voll cool aus. Ich würde ganz gerne hier den Part schon beenden wollen. Ich wollte mir nur noch mal ganz kurz so die Sachen ansehen. Oh, das sieht ja richtig toll aus. Wirklich von allen Umgebungen ist was drin. Oh, Sakuyas Rakete, ja. Und das Bestiarium, alles hoch. Oh, das sieht ja auch genial aus. Und die Musik ist gruselig, deswegen gehe ich raus. Na gut, und Charaktere auch? Das ist cool. Oh ja, ist so ein Konzept. Und das war ja dann final. Das sieht so genial aus.
Ja, tatsächlich. Oh, das hätte ich nicht zeigen sollen. Das war eine Konzeptzeichnung, weil es gab mal eine Konzeptzeichnung, wo Sakura ja fast nackt war. Scheiße, ich hoffe, ich glaube, ich muss das zensieren. Und ich muss leider den Part hier beenden. Es war ein wundervolles Let's Play. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Projekt. Bye, bye.